Hallo und herzlich willkommen zurück bei One Piece Pirate Warriors 3. Ja, in der letzten Folge haben wir die erste Episode geschafft und zwar haben wir Zoro befreit. Und jetzt befinden wir uns hier im Menü und uns wird wieder einiges erklärt. Zum Beispiel zum Crew-Level. Während du mit bestimmten Crewmitgliedern kämpfst, steigt dein Crew-Level mit ihnen erkennbar an der Zahl der angezeigten Ausrufezeichen. Ein hohes Crew-Level bringt verschiedene Vorteile. Entschuldigung, Ausrufezeichen bekommst du, indem du Gegner mit Kizuna-Angriffen, Kizuna-Rush oder Kizuna-Spezialangriffen besiegst. Sammle Ausrufezeichen mit möglichst vielen verschiedenen Crewmitgliedern. Das kriegt man hin. Oh, wir haben jetzt Ruffy, Zoro und die uns noch unbekannte Frau steht da auch schon. Also kämpfen wir wohl mit der. Das ist aber sehr überraschend. Gesamt erhalten Ausrufezeichen 493. Interessant. Dieser Charakter kann jetzt von Kampfbeginn an eingesetzt werden. Du hast das Fähigkeitenposter dieses Charakters erhalten. Fähigkeitenposter von Zoro erhalten. Fähigkeitenposter von Morgan erhalten. Nach einem Kampf kannst du Fähigkeitenposter für deine freigeschalteten Charaktere oder im Kampf besiegte Charaktere bekommen. Lerne neue Spielerfähigkeiten, indem du die auf den Fähigkeitenpostern angegebenen Bedingungen erfüllst. Es gibt verschiedene Spielerfähigkeiten, die zum Beispiel deine Kombos verstärken oder dich Gegner leichter betäuben lassen. Manche Fähigkeiten kannst du hochleveln, indem du sie mehrmals lernst. Okay. Ich glaube, da kommen wir noch hinter. Wenn du Bossgegner besiegst, kannst du ihre Münzen ergattern. Du bekommst mehr Münzen, wenn du sie mit Kizuna-Angriffen oder Kizuna-Rush besiegst. Du bekommst Münzen von verbündeten Charakteren, wenn du einen Kampf gewinnst. Je mehr Ausrufezeichen ein Charakter hat, desto mehr Münzen bekommst du von ihm. Ja, da sehen wir ja schon mal die ganze Crew. Plus morgen. Können wir uns jetzt... Möchtest du erhaltene Münzen für Ruffy automatisch einfügen? Münzen können in der Charakterauswahl oder in der Kampfvorbereitung eingefügt werden. Nein, das machen wir schon selber, wenn dann. Abschlussbonus, 60 erhaltene Berry. Im Kampf erhalten 7600, Bewertungsbonus S, 60.000, 127.600. Ordentliches Sümmchen. Der Spielmodus freier Lok ist nun verfügbar. Online-Modus ist jetzt verfügbar. Zoro kann jetzt im freien Lok und Traumlok ausgewählt werden. Ein neuer Gegenstand steht in der Galerie zur Verfügung. Ein neuer Gegenstand ist jetzt im Berry Shop erhältlich. Speichern. Ach ja, wir kommen in das Spiel immer weiter rein, das freut mich. Rettungsaktion. Wenn du bei der Episodenauswahl Pad-Taste drückst, kannst du über die Rettungsfunktion ein anderes Spiel aus der PS. Nee, wir gehen ja nicht online. Nee, okay. So. Damit haben wir jetzt den Prolog geschafft. Wir haben da links das eine Bild schon fast freigeschaltet. Schatzereignis haben wir leider nur eins geschafft. Das andere hat man ja versucht. Das hat aber irgendwie nicht so ganz funktioniert. Ich weiß auch nicht warum. Und jetzt haben wir hier Episode 1. Ruffy vs. Buggy, der Clown. Kapitel 1. Bestätigen. Erobere mit Zoro schnell und möglichst unverletzt die gegnerischen Territorien, das ist Schatzereignis Nummer 1, hole mit Ruffy Fragezeichen ein, ohne Verbündete in Schwierigkeiten zu bringen. Fähigkeitenposter ansehen. Okay, da haben wir schon von Figuren, die wir eigentlich noch gar nicht hier getroffen haben im Spiel, wie zum Beispiel von der guten Tashigi und von Law auch. So, hier haben wir Ruffy. Okay, besiege einen der starken Gegner als Zoro, lange dran. Okay. Aha. Ich glaube, so schalten wir das dann halt frei. Crew-Level auflisten. Was habe ich jetzt? Ah, jetzt sind wir da drüben. Uiuiuiui. Ich muss in das Ganze erstmal reinkommen. Was haben wir denn im Berry Shop? Musikgalerie, Filmgalerie, das brauchen wir alles nicht. Einfach jetzt mal weiter.
Wähle im Charakterauswahlmenü Berry Wachstum, um deine Charaktere im Austausch für Berry aufzuleveln. Das höchstmögliche Level entspricht dem Level deines stärksten Charakters. Du kannst auch vom Bildschirm Kampfvorbereitung vor dem eigentlichen Kampf zum Berry-Wachstum gelangen. Das Level deines Charakters zu erhöhen, ist eine Möglichkeit, eine schwierige Episode abzuschließen. Ja, ich würde das schon machen, gerne. Ach du meine Güte, was ist denn das hier alles? Das ist so viel, das ist toll. Okay. Ich würde ja gerne auch mal mit Zorro kämpfen. Berry Wachstum. Du kannst das Level bis Level 6 erhöhen. Okay. Wir haben jetzt 127.600. Wir können 30.000 ausgeben, damit er jetzt auf das Level wie Ruffic, also ein Level tiefer kommt. Das haben wir jetzt mal gemacht. Okay, Münzen verwenden. Die Entwicklung deiner Charaktere hängt von deinen gesammelten Münzen ab. Welche und wie viele du davon brauchst, hängt vom jeweiligen Status ab. Du kannst die für die Entwicklung deines aktuellen Charakters erforderlichen Münzen im Münzenbildschirm überprüfen. Die Liste dort zeigt für jeden Status Art und Zahl der nötigen Münzen an. Nach einem Kampf vor dem Münzenbildschirm können Münzen auf Charaktere verteilt werden. Der Status eines Charakters verbessert sich entsprechend der Zahl der erhaltenen Münzen. Wurden alle nötigen Münzen gesammelt, wird das nächste zu erfüllende Ziel angezeigt. Zorro. Münzen verwenden 6. Wenn wir hier alles haben, ist der Wahnsinn. So, jetzt gehen wir mal hier auf Zorro, die Gesundheit erhöhen. Das wäre was. Wir haben 6 Münzen, drücke die X-Taste, um eine Münze zu verwenden. Wir haben ja genug Münzen und damit haben wir jetzt die Gesundheit erhöht. Komplett, sehr schön. Ah, und jetzt brauche ich mit. Ah, okay. Interessant. Ach, herrje. Naja, Segel setzen würde ich mal sagen. Aufzeichnung des Spiels pausiert, weil du eine blockierte Szene betreten hast. Der Hut ist mir heilig!海軍入隊を果たしたコビーと別れ、剣士ゾロを仲間に加えたルフィはワンピースへと続く航路グランドラインを目指して出航した。しかし航海術を持たない2人は再び遭難。ルフィは鳥にさらわれゾロとはぐれてしまう。やがて見知らぬ町にたどり着いたルフィはそこで海賊専門の泥棒ナミと遭遇した。ナミは海賊道家のバギー一味から海図を盗もうとして追われているところだった。Ob Nami die Person ist, die wir da getroffen haben? Nami が優れた航海術を持っていると知ったルフィは、航海士として仲間になるよう提案。それに対して、ナミは一つの条件を提示する。その条件とは、ナミと共にバギーの元に行くこと。それを快諾したルフィは、ナミの案内でバギー一味が占拠する店を訪れるが。Aber. Asokoyo? Kaizoku tachi no iru sakabawa. De? Nani shi ni iku nda? Sore wa itte no? O tanoshimi yo, kaizoku no nii-san. Ge? Nani sun da? Kaizou kaishita ue ni oyabun utte ichimi ni hairitei ta omoshirei onna da. まったく、海賊ってのは単純でやりやすいわ。予想外に簡単にお宝をいただけそう。さて、ナミ、お前の元親分をバギー玉で消し飛ばし、俺様への忠誠を誓うのだ。あいつを殺す？私が？私は結構です。それより、そうだ。歓迎パーティーの続きをしましょう。やれ。Da steht wohl jemand unter Druck. 手が震えてるぞ。
中途半端な覚悟で海賊を相手にしようとするからそうなるんだ。覚悟って何よ。人を簡単に殺してみせることがそうなの。違う。自分の命をかける覚悟だ。ナミ、てめえどういうつもりだ。なんだお前、今さら俺を助けてくれたのか。バカ言わないで。勢いでやっちゃったのよ。たとえ真似事でも、私は非道な海賊と同類にはなりたくなかったから。私の大切な人の命を奪った大嫌いな海賊と同類には。人をおちょくるのも大概にしろ小娘、派手に殺せ。まだ火が。女一人に何人がかりだ。ゾロ！貴様、ロロノはゾロに間違いねえな。俺の首でも取りに来たか。いや、興味ねえな。俺はやめたんだ、海賊狩りは。俺は興味あるねえ。てめえを殺せば名が上がる。本気で来ねえと血見るぞ。なんて手応えのねえやつだ。何がおかしい。おとなしく檻の鍵を渡せ。バラバラの実、それが俺の食った悪魔の実の名だ。逃げろゾロ。了解。ちょっ、あんたはどうすんのよ。おい、天下だ。え、はい。よし、伏せろ。So, und jetzt können wir endlich eingreifen. Jetzt muss man nur mal gucken, wo wir sind. Besiege die Buggy-Piraten. Das ist klar. So, Ruffy, Zoro oder Nami fliehen. Oder, also sobald einer flieht, Masters. Zieh dich zurück und behandle Zoros Verletzungen in die Evakuierungszone. Die ist nicht weit weg, das sollten wir schaffen. Also, Legende ansehen, Kurt. Ne, das war's nicht. Aber wir sind ja der grüne Pfeil da. Nur würde ich sagen, Kampf beginnen. Aus dem Weg! Oh, ist das geil, jetzt als Zoro kämpfen zu können. Müssen wir jetzt kurz die Allee. Oh Gott. Dorfbewohner, die müssen wir retten. Territorium. In jedem Level gibt es Zonen, die Territorium genannt werden. Geile Betonung. Diese werden entweder vom Verbündeten oder vom Feind kontrolliert. Indem du Territorien eroberst, kannst du feindliche Verstärkungstruppen aufhalten und deine Verbündeten helfen. Um ein Territorium zu erobern, müssen alle Gegner darin besiegt werden und die Gegnerstärke unten auf der Karte auf 0 sinken. Manchmal erscheint im Territorium ein starker Anführer, der ebenfalls besiegt werden muss. Wenn du ein Territorium eroberst, werden verbleibende Gegner geschwächt. Fegst du einen solchen Gegner von den Füßen, werden umstehende Gegner mit betroffen, sodass du alle auf einen Streich erledigen kannst. Also wir müssen jetzt hier dieses Territorium von feindlichen Gegnern befreien. So hat man, glaube ich, hinbekommen. Ich nehme mal stark an, dass wir unsere Verbündeten jetzt mal nicht treffen. Gib mir aus dem Licht. Okay, es sind noch, Nami ist noch sehr weit außerhalb des Territoriums. So, ich muss mich erstmal, wenn ich jetzt kurz ein bisschen ruhiger bin, dann
tut mir das leid. Ich muss mich kurz mal konzentrieren. Weil ich setze mir erstmal 3000 Welten ein. Sehr geil. So. Ich habe noch Ruffy gerufen. Ich hoffe, denen geht's gut. Ich habe ja leider keine Übersicht über deren Gesundheitsstand. Was mich ein bisschen ärgert, muss ich zugeben. Ich hoffe aber mal, dass denen einfach nichts passiert. Da war Ruffy gerade und hat sie aufgebläht. War da gerade Nami? Ah, da ist er. Okay. Territorium eingenommen. Haut ab. Ich hab's Territorium. Ja, geht doch. Verschwinde. Da haben wir Ruffy. Nami kämpft immer noch außerhalb. Sollten wir jetzt mal. Hier ist. Ach, die kämpft gar nicht. Die ist einfach nur hier. Ich mach mir da Sorgen um die. Oh, was ist passiert? よし、決めた。俺たちが目指すのはグランドライン。これからその改造をもう一度奪いに行く。仲間になってくれ。海賊手を組むって言ってくれる？お互いの目的のために。よし、行こうか。あんたも行くの？お腹の傷は？腹の傷より。 Okay, weiter geht's. Wir beschützen diese Stadt doch schon. Okay, wir haben hier verschiedene. Wir haben schon beide Ereignisse. Einmal hier hoch, wo wir nicht durchkommen. Okay. Komm schon hier, die paar. Die Siegbedingungen haben sich geändert. Pass auf, dass die Evakuierungszone nicht eingenommen wird. Manche Territorien sind sogenannte wichtige Ja. Oh, okay. Rein hier. Verteidigen. Da hinten sind einige Gegner. Die können wir nur hier mit angreifen. Mit 3000 Welten. Ihr bleibt draußen. Ihr habt hier drinnen nichts zu suchen. Dorfbewohner ist aufgetaucht. Ach, sehr geil. Es sind eine Menge Dorfbewohner aufgetaucht. Okay, weiter geht's. Wir müssen draußen bleiben. Zum Glück rufen wir Ruffy auch immer mal. Hier links ist doch noch was los, oder? Es sind nur so vereinzelte Kleine. Wie wir bei der Leiste sehen, ist er noch komplett blau. Und bisher, hier haben wir einen Piratenkapitän, den können wir mal erledigen. Wo ist er denn hin? Da. Ich kann ihn mir auch markieren, ich hätte verdammt. Ja, er ist bereit, aber das bringt mir jetzt gerade in dem. Ah, er ist aufgegangen! Jetzt machen wir die hier in diesem. Boah, ist das geil. Die machen wir fertig hier. Das ist der Wahnsinn. Ja, jetzt sind wir noch mehr Gegner. Ist da. Oh, oh mein Gott. Was geht ab? Was ist da los? Pure Zerstörung, ey. Sehe ich gerade richtig, dass wir fast dieses Territorium. Nee, hier ist doch alles gut. Hier haben wir noch ein paar, aber die Territorien gehören jetzt erstmal uns.
Jetzt haben wir da unten noch das Territorium, was wir anscheinend einnehmen sollen. Da kamen sie alle angeflogen, geil. Ruffy kümmert sich einfach mal schon mal drum. Ist das geil. Da willst du mit eingreifen und auf einmal kommen sie alle von rechts angeflogen. Ein Chaos hier. Aber wir machen sie fertig. Was ist jetzt los?探したヨルフィー。久しぶりだね。まさか私のこの顔を忘れたわけじゃないよね。誰だお前。バギーの仲間か。あいつとはあんたを探す目的で手を組んだんだ。私の男になるのならあいつに負けてちゃ話にならない。うぜ。お前なんか知らねえぞ。 Buggy ist da hinten. So. Piratenkapitän ist aufgetaucht. Wo? Da hinten. Okay. So, die Frage ist, Nami tanzt da unten noch rum? Besiege Alvida und Co. Da oben. Wo kommen die jetzt lang? Ist sie jetzt die da unten? Heldenpower. Während des Kampfes kann ein Crewmitglied manchmal ein Held werden. Die Kizuna-Leiste eines Helden füllt sich schneller. Stehen Kizuna-Level und Kizuna-Leiste auf maximal, kannst du seinen Heldenpower einsetzen. Okay. Die Heldenpower verschiedener Crewmitglieder kann unterschiedliche Effekte haben, wie alle Verbündeten zu heilen oder allen Gegnern im Level Schaden zu geben. Ach, herrje. Frage ist jetzt... Na, da kommen sie doch. Drachentornado oder Schummer. Turmbesteigung. Ich frage mich aber nur, von wo kommen die eigentlich? Da oben kommt sie. Da ist er doch schon gesehen. Da oben. Na komm runter, Süße. Wow. Aber oben wird die Evakuierungszone eventuell auch angegriffen. Da müssen wir mal aufpassen. Und da sollte ich vielleicht jetzt auch erstmal hin. Weil sonst könnte sich das zu einem... Oh, hier können wir runterspringen. Das ist gut. Zu einem Problem entwickeln. Das ist schon mal gut. Basen kann man dann. Da, die werden sonst hier überrannt und die kriegt man. Alvida hat sich jetzt bisher noch nicht in das Territorium vorgekämpft. Jetzt haben wir hier schon das maximale Level wieder erreicht. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich das hier auch wirklich verwenden möchte. Irgendwie haben wir das meiste doch jetzt schon erledigt. Okay. Sollte das... Oh. Sollte das hier jetzt kein Problem mehr darstellen? Auf zu Alvida. Nee, warte mal. Sie ist auf dem Vormarsch. Das sieht schon mal besser aus, dass wir hier das mal nutzen können. So, dann haben wir schon mal ein paar Gegner aus dem Weg geräumt. Wo ist sie? Das ist ein Piratenkapitän. Alter, das ist pure Chaos, ey. Also Ruffy ist ja jetzt bei uns. Wir sehen auf der Karte das Nami vor zum Schiff. Besiege Alvida und Co. Alvida ist jetzt da unten. Da rechts ist er, okay.
Der verliert man so schnell aus dem Augen hier. Also der ist schon wieder hin. Hallo, wieder. Hallo, da. So, jetzt habe ich sie mir markiert. Damit sehe ich sie jetzt wenigstens da immer. Ne, die Attacke ist ganz allein für dich, meine Süße. Jawohl, das sieht gut aus. Komm. Viel fehlt nicht mehr. Ja, sehr schön. Haben sie erledigt. Jetzt machen wir die restlichen. Vorübergehend zieht sie sich erstmal zurück. Also zieht sich zurück. Okay, Nami helfen. Auf zu Nami. Nicht zu Nami, sondern auf zu Nami. So, sie ist doch hier lang gegangen. Also müssen sich hier die Tore geöffnet haben. Jetzt hier links. Ah, okay. Da ist sie. Nami, warte! Jawohl, ja. Rettet mich, ich bin doch schon da, was willst du denn? Du bist tough genug, aber naja, so war sie ja zu Beginn. Das setze ich jetzt noch nicht ein. Ich merke gerade, wir sind schon wieder ziemlich über der Zeit. Deswegen würde ich das jetzt hier mal ganz fix abbrechen. Mich bedanken, dass ihr dieses Mal wieder eingeschaltet habt. Und dann in der nächsten Folge geht es weiter. Und da geht's Bakian Kragen, würde ich sagen.